Liebe Freunde, heute wollen wir euch mal eine sehr schöne, kleine, taktische Taschenlampe vorstellen. Und zwar eine wirklich astreine und reinrassige taktische Taschenlampe. Wie ihr schon seht, handelt es sich dabei um die Nextorch TA30. Was können wir dazu sagen? Ja, gucken wir erstmal der Lieferumfang. Ja. Wie immer, schöne Verpackung mit allen Angaben, die man so braucht, um schon mal ein bisschen näher zu sehen, was die Lampe alles kann. Die tue ich mal hier rüber. Die nehme ich mal an mich. Die Lampe natürlich selber, ist klar. Dazu gibt es einen schönen Akku. Einen 2600 mAh Akku. 18650er. Und der Akku ist über USB zu laden. Oder ladbar, sagen wir mal. Das USB-Kabel gibt es auch dazu. Und, tun wir mal weg. Ein Lanyard ist noch dabei. Eine deutsche Bedienungsanleitung und eine englische Bedienungsanleitung. Und gucken wir mal, was war hier noch drin. Ah ja, noch zwei O-Ringe gibt es dazu, zwei Dichtungsringe. Und wie gesagt, die englische Bedienungsanleitung, die deutsche. Allerdings muss ich dazu sagen, die deutsche, da braucht man auf jeden Fall eine Lupe dazu. Die ist so klein geschrieben. Ja, das kennen wir leider von so einigen Lampen. Ja. Gut, und dann gibt es noch hier diesen kleinen Adapter praktisch, wenn man jetzt die Lampe nicht mit einer 18650er betreiben möchte, sondern mit zwei CR123 Batterien oder Akkus. Dafür gibt es diesen Adapter, dass die Batterien hinten drin im Korpus der Lampe nicht so rumwackeln. Ja. Weil die natürlich vom Durchmesser etwas kleiner sind als der 18650er. Ist im Prinzip eine kleine Plastikhülse nur, genau. Aber macht das, was sie soll. Genau, stabilisiert einfach die Akkus in der Lampe. Allerdings, da der Nextorch 18650er mitgeliefert wird, braucht man prinzipiell nichts anderes. Aber interessant ist der Akku ja schon mal durch diese Aufladefunktion, ne? Ja, finde ich auch wirklich super, gefällt mir gut. Hatten wir bisher noch bei keiner. Genau, Moment. Ich hole auch gerade mal was. Und zwar kannst du ja dabei schon ein bisschen was weiter über die Lampe erzählen. Ja, was holst du denn? Ich hole mal hier eine Powerbank. Dann sehen wir nämlich auch, dass der Akku auch eine kleine Lampe hat, die uns anzeigt praktisch. Ja, also da kann man vielleicht noch zu sagen, da der Akku eben per USB aufladbar ist, kann man vielleicht schon davon ablesen, dass dann eben der Akku nicht in der Lampe geladen werden kann. Und das ist halt genau der Fall. Man muss ihn also zum Laden rausnehmen. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Es leuchtet leicht rot auf. Hier am Akku. Mhm. Ich hoffe, man kann es sehen im Video. Und wenn er voll ist, ist er, glaube ich, blau oder grün. Okay. Ja, ist irgendwie lustig, ne? Ja, ich finde das auch super, weil ein USB-Kabel, ein Micro-USB-Kabel hat man eigentlich immer zu Hause vom Handy oder sonst irgendwas. Ja. Und so kann man den Akku jederzeit überall laden. Und bei der Lampe gibt es halt keine weitere Öffnung für irgendeinen Ladeadapter. Und somit kann natürlich auch kein Wasser eindringen. Ja, vielleicht, da kann man vielleicht ganz allgemein noch zu sagen, dass die Nextorch TA30... wie gesagt, eine reinrassige taktische Taschenlampe ist und Nextorch hat es bei diesem Modell wirklich versucht und es auch geschafft, alles so einfach und simpel wie möglich zu gestalten. Ja. Und dazu passt eben auch, dass der Akku nicht innerhalb der Lampe aufgeladen werden kann, weil dann hätte man ja außen wieder irgendeine Buchse quasi installieren müssen oder irgendeinen Lademechanismus über Magnetismus oder wie auch immer. Genau. Und das wurde alles weggelassen, weil die Lampe soll zuverlässig in allen Situationen immer funktionieren und möglichst einfach und simpel sein. Und das ist sie wirklich. Das ist sie einfach und simpel und einfach eine top verarbeitete Lampe. Auch Gewinde ordentlich geschnitten, gut gedichtet, bis wie viel wasserdicht? Wahrscheinlich IPX8? Wo steht das denn eigentlich? Aber ich glaube, ich hatte es schon gelesen, IPX8. Wasserdicht und glaube ich Fallhöhe 2 Meter. Fallhöhe 2 Meter, also diese Impact Resistance. Genau. Und, ja, und 2 Meter, genau, richtig. 2 Meter, ja. Wasserdicht, ja. Sie hat einen Smooth Reflektor. Sehr schön, ordentlich verarbeitet. Hier vorne die Bezel hat Nanokeramikkugeln eingearbeitet. Und das ist eins der härtesten Materialien, was es überhaupt gibt. Und ideal geeignet, um Scheiben einzuschlagen. Ja, ja, die nennen das, glaube ich, auch Nano-Keramik Window Breaker. Ah, genau, okay. Oder so in und, Art. Ja, also wir schmeißen jetzt hier keine Scheiben ein heute, aber es gibt genug Videos, in denen man das sehen kann und die Lampe geht davon nicht zu Bruch. Sie hält das ohne weiteres aus. Die ist wirklich dafür
ausgelegt, damit Scheiben einzuschmeißen. Also es gibt Videos, da werden hauptsächlich meistens Scheiben, ja Autoscheiben eingedingst. Eingeschlagen. Und dann aber auch mal ein Aquarium, vor allem mit Wasser. Oh, na, das habe ich noch nicht gesehen. Und okay. Auch ein Video, wo das Glas einer massiven Tür einschlägt. Das okay. Also ist auf jeden Fall sehr wirksam, diese gut, ja. Nano-Keramik-Kugeln, die hier vorne drin sind. Sind auch wirklich rund, sind nicht spitz, also man kann sich da nicht dran verletzen. Sind halt wirklich Kugeln, aber Kugeln haben ja auch einen kleinen höchsten Punkt, der natürlich dann die ganze Kraft auf diesen kleinen Punkt bringt und dadurch die Scheibe leicht einschlagen kann. Hier wird gleich gezeigt mit Plus und Minus, in welche Richtung man den Akku einlegt. Das habe ich eben schon gemacht. Was man noch sagen kann, hier ist noch ein Clip dabei. Ich bin kein Freund von Lampen, die einen Clip dran haben. Ich mache sie immer ab und der ist auch abnehmbar. Aber man sieht gleich, der Verschluss hier hinten, die Kappe, die geht etwas über den Clip drüber und verriegelt den sozusagen. Er kann also nicht, wenn sie zugeschraubt ist, abgezogen werden oder man kann ihn eben auch nicht verlieren. Mhm. Oder eben somit auch die Lampe verlieren, dass der Clip noch am Gürtel hängt und die Lampe weg ist. Das ist ja praktisch eigentlich. Das ist richtig super und man kann sie auch, wie gesagt, den Clip ganz leicht abnehmen. Zack, ab ist er. Mhm. Aber wenn sie eben zugeschraubt gewesen wäre, wäre er nicht abgegangen. Gewinde läuft sauber, habe ich schon gesagt. Ist gut gedichtet. Gerade mal gucken, weil die zwei O-Ringe dabei haben, ob sie mit zwei O-Ringen gedichtet ist. Nee, ein O-Ring. Aber reicht ja auch, um 2 Meter wasserdicht zu sein. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Features ein. NexTorch TH30 steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist hier oben noch so ein kleines Zeichen. Erst habe ich gedacht, da wäre der Lack abgeplatzt. Aber ist nicht der Fall. Es scheint wohl irgendwie so eine kleine Pflanze zu sein oder so. Ich kann es schlecht erkennen. Vielleicht eine Tomate. Ich weiß es nicht. Oder eine fleischfressende Pflanze könnte es sein. Okay, kann sich jeder was zu ausdenken. Scheint das Zeichen von NexTorch zu sein. Gut, gehen wir mal auf die Bedienung ein. Ja, die ist nämlich simpel. Simpel, einfach, aber sehr gut durchdacht. Genau. Wie es sich für eine taktische Taschenlampe gehört. Also, es geht los. Wir haben hier hinten einen Drehschalter. Da steht einmal Tactical oder TAC, abgekürzt TAC, eine 1, eine 2, eine 3 und Strobe. Und hier in der Kappe hinten praktisch ist ein Drehschalter integriert. Wenn sie auf taktisch steht, kann ich hinten über den taktischen Knopf, sage ich jetzt mal, über die Endkappe, kann ich praktisch den Turbo, wenn ich leicht drücke, einschalten. Wenn ich ihn loslasse, also sie rastet nicht ein, die Endkappe. Genau. Und wenn ich fester drücke, kommt der Strobe. Ja, das kannst du aber auch auf allen anderen Stufen machen. Genau, also die anderen, den Strobe kann ich auch fest einstellen. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier habe ich ja die 3 Leuchtstufen und den Strobe. Wenn ich jetzt den Drehschalter, ich wollte nur sagen, wenn es auf Tactical steht, dann kann ich hinten das halt benutzen. Aber auch ohne dass die, genau, das, ja. Genau, ohne dass die Lampe eben an ist. Wenn ich jetzt auf 1 habe, das ist die Leuchtstufe Low. Was haben wir denn da für eine Stärke? Mit 15 Lumen. 15 und Lumen. Eine Laufzeit von 22 Stunden bei vollem Akku. Genau, dann haben wir hier die zweite Stufe. Ja, das ist die Medium mit 160 Lumen und eine Laufzeit von 5 Stunden. Okay, und dann haben wir hier High, das ist der Turbo. Da haben wir dann die maximale Leistung mit 1100 Lumen und die würde dann eine Stunde 45 Minuten bei vollem Akku laufen. Genau, und zum Schluss hier auch noch den Strobe als Dauerbetrieb, ohne dass man hinten drücken muss. Genau, auch 1100 Lumen. Genau, und was wir eben noch sagen wollten, ist, dass natürlich der taktische Knopf hinten eben auch zu bedienen ist, wenn die Lampe leuchtet. Also ich kann auch jetzt hier den Turbo-Modus machen, ja. Oder eben auch den Strobe betätigen und bin dann wieder aber auf der Leuchtstufe, die ich eingeschaltet habe, wenn ich loslasse. Also diese Schaltung über dieses magnetische Drehrädchen TAC für Tactical ist im Prinzip aus. Bedeutet genau, das bedeutet eigentlich aus. Das ist nur zu bedienen über den taktischen Endkappe, über die taktische Endkappe hier, über den Knopf hinten am Ende. Die TH30 hat keinen Seitenschalter. Nein. Hat sie gar nicht. Sondern wird komplett über diesen magnetischen, genau. Das magnetische Drehrädchen bedient. Und man sagt auch, dass er einhändig gut zu bedienen ist. Wenn man sie, jetzt vor der Kamera ist es ein bisschen schwierig, wenn man sie, man kann sie einhändig bedienen. Allerdings ist es dann besser, wenn man sie so hält. Ja. Dann ist sie ganz gut zu bedienen. Auch natürlich der Knopf hinten. Ja, also ich meine, sehr praktisch ist halt wirklich dieser Tactical Switch hinten, der quasi egal aus welcher
Stellung heraus immer Full Power. Also genau. Max, wie heißt es hier bei Dings? High einschaltet. Ja, bei denen heißt es nur High, da gibt es jetzt keinen Turbo. Oder ja. Eben, wenn man es ganz durchdrückt, dass es dann eben immer den Strom einschaltet. Dazu, wie gesagt, haben wir vielleicht nicht so ganz klar vorhin gesagt, man kann, der rastet nicht ein. Genau, der rastet nicht ein, der ist eben einfach nur und ist völlig lautlos. Also das ist auch gesagt worden schon, dass der halt wirklich... Es gibt kein Geräusch, wenn man den drückt. Ja. Und er rastet nicht ein. Nee, also man kann so festdrücken, wie man möchte, er wird nicht einrasten. Genau, und alle anderen Stufen bedient man eben über dieses Magnet. Über das Drehrädchen. Was wirklich auch sehr sauber zu schalten ist und schön einrastet. Also wir kannten ja vorher so ein Drehrädchen nur von der Nightcore, ne? Ja, SAT-7 und SAT-9. Genau, die hatten wir auch beide schon getestet. Ja, die waren natürlich auch einfach ja, geniale Lampen oder sind es immer noch. Und da ist aber das Drehrad vorne und man kann halt alle Leuchtstufen darüber bedienen, wie jetzt hier auch. Aber da gibt es auch noch farbige LEDs und so, die man darüber bedienen kann. Also da kann man die quasi so halten wie eine Taschenlampe mit Seitenschalter und kann trotzdem das Drehrädchen bedienen. Ja. Das würde jetzt bei dieser Nextorch TR30 nicht. Na, wenn ich sie jetzt so halte, kann ich sie natürlich jetzt nicht großartig bedienen. Man müsste sie schon am besten so halten oder so halt. Ist aber in dem Fall wirklich so gewollt, denn es ist wirklich eine Taschenlampe, die von Militär und Polizei verwendet wird. Ja, es ist wirklich eine astreine taktische Taschenlampe. Die hat extra keinen Seitenschalter, sondern die hat eben diese Bedienung, weil solche taktischen Taschenlampen von diesen Einsatzgebieten werden halt anders gehalten. Ne? Ja. Das ist halt einfach so. Ja, was man vielleicht auch gleich dazu sagen kann, was finde ich für eine taktische Taschenlampe auch immer sehr wichtig ist, wenn man sie gerade irgendwie mit Schusswaffen gemeinsam benutzt. Sie hat hier unten eine Feder, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Unten drinne. Ja. Boah. Ja, halbwegs. Gut, also da hat auf jeden Fall unten eine Feder und hier oben, der Gegenpol, ist auch federnd gelagert. Mhm. Das heißt also, die Feder ist richtig eingespannt. Das heißt also, wenn man jetzt mit einer, ja sagen wir mal, mit einer Schusswaffe agieren würde und es gäbe einen Rückschlag, würde der Akku nicht praktisch einfach nur in eine Richtung gedrückt, sondern er ist fest eingespannt und dadurch kann der Akku weder beschädigt werden noch die Lampe. Mhm. Das ist bei einer taktischen Taschenlampe immer, finde ich, recht wichtig. Überhaupt finde ich es eigentlich bei allen Taschenlampen, fände ich es gut, wenn es zwei Federn gäbe, wenn man sie zum Beispiel beim Mountainbiken oder sonst irgendwas einsetzt und es gibt Schläge auf die Lampe, wäre das immer ganz gut. Ja, ansonsten... Vom Design her können wir vielleicht noch sagen, sie hat im Jahr 2017 so einen Red Dot Award gewonnen. Ja. Was auch schon eine schöne Auszeichnung. Finde ich auch, das kriegt nicht jedes Produkt. Für einen Hersteller ist, richtig. Und ja, im Video könnte es sein, dass ihr denkt, sie wäre größer als eigentlich ist. Also ich habe zum Beispiel, als ich mir die ersten Videos dieser Lampe angeschaut habe, dachte ich eigentlich, die wäre größer. Und als ich sie dann in der Hand hatte, war ich überrascht, wie klein die eigentlich ist und wie klein und handlich die eigentlich ist. Mhm. Denn die liegt wirklich, also es ist echt eine kleine Lampe, die schon fast in der Hand verschwindet. Ne? Ja, ja gut, wir haben ja hier auch Zentimeter-Einteilungen drauf. Sie ist jetzt in etwa, ja wie lang wird sie sein, 12 Zentimeter. Ja, 13, vielleicht 13 Zentimeter lang. Also das ist eine wirklich kleine Lampe. Nimm sie doch nochmal so in die Hand. Ja, wenn man sie so sieht, jetzt hier so in der Hand, ja. Die ist wirklich klein. Ja. Also die ist auch ideal als EDC-Taschenlampe geeignet. Ja, super, super klasse. Also wunderbar. Mhm. Also und so ist halt super einfach zu bedienen. Es gibt jetzt nichts großartig dran umzuschalten. Irgendeinen Tactical-Modus, den man noch einschalten kann. Man hat hinten diese drei Leuchtstufen mit der Strobe eine vierte praktisch und hat hinten praktisch den Tactical-Button hinten. Tactical Switch. Tactical Switch, genau, wo man eben den Strobe und die High Power rausholen kann. Also sie ist wirklich simpel aufgebaut, aber super robust und einfach zu bedienen. Und wir haben ja nun mittlerweile schon so einige Taschenlampen getestet und in der Hand gehabt. Und es gibt ja doch so einige Modelle, da muss man ewig irgendwie rumdrücken und Doppelklick, Dreifachklick, um irgendwas zu erreichen oder irgendwie irgendwo was durchschalten. Das gibt es ja alles gar nicht bei der Nextorch TR30. Hier erreicht man wirklich jeden der drei Modi. Simpel und einfach, man muss nicht irgendwie 10.000 Mal irgendwo draufklicken oder doppelklicken, ganz genau. Gar nicht. Hier ist wirklich alles super leicht zu erreichen. Man muss da auch eigentlich gar keine Bedienungsanleitung für lesen, nichts. Also es ist super simpel, funktioniert immer und die soll immer funktionieren. Genau. Und auch der Tactical Switch hinten steht so weit raus, dass man den zum Beispiel auch mit dicken Handschuhen bedienen könnte. Auf jeden Fall, das ist ganz gut zu bedienen. Ja. Dadurch, durch diesen Switch hat sie natürlich den Nachteil, dass sie nicht tailstandfähig ist. Das steht sie natürlich nicht, das ist ganz klar.
Aber das ist halt ein wichtiger Punkt für eine taktische Taschenlampe. Ne? Ja. Die wird halt draußen benutzt. Genau. Wenn es regnet, wenn es schneit, mit dicken Handschuhen. Die muss immer funktionieren, egal in welcher Situation. Und das macht die halt einfach super. Ja. Ja. Also es ist halt ein Hersteller, Nextorch, den hatten wir bisher auch noch gar nicht. Muss man noch sagen. Da mit der TH30 hat er mich gleich überzeugt, muss ich sagen. Also da werden noch weitere Lampen demnächst in Videos erscheinen oder auch in Reviews bei uns auf der Seite. Echt ein schönes Gerät. Ja, was man noch... Ja, was man noch sagen könnte, man kann sie jetzt nicht über den Knopf oder hinten über den Schalter sperren. Man müsste halt praktisch einen mechanischen Lockout machen, indem man sie eben einfach ein bisschen aufdreht. Dann ist er auch praktisch gelockt und gesperrt. Also kleine Umdrehung aufgedreht, ist er auch aus. So würde ich eine Lampe sowieso immer sperren. Machen wir eh bei allen. Ja, machen wir eh bei allen, dass wir hinten einfach kurz, also wenn es möglich ist. Es geht nicht bei allen, aber bei den meisten geht es eben. Ja. Und deswegen, der mechanische Lockout finde ich immer eine schöne Sache, wenn das funktioniert. Braucht man auch keinen anderen, der über irgendwelche Knöpfe 100 Mal drücken zu erreichen ist. Gut, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal raus mit der Lampe. Genau. Zeigen nochmal, was die 1200 waren es, gell, oder 1100 Lumen, 1100 Lumen so bringen. Eine Sache hatte ich noch, die ich noch sagen wollte, aber ich habe es jetzt dann doch vergessen. Ah, ne, genau. Die Leuchtstufen, da war, glaube ich, die vor dem... vor dem 1100 die Medium-Stufe. Was hatte die für eine? 160. 160, genau. Da fand ich nämlich die Abstufung ein bisschen, ja, hätte ein bisschen besser gelungen sein können, würde ich sagen. Also bei 1100 in der höchsten Stufe und 160 dann in der Medium-Stufe wäre vielleicht eine Zwischenstufe noch ganz nett gewesen. Wobei ich sagen muss, die 160 sind trotzdem gut hell und man kann sich damit wunderbar orientieren. Ich meine, sie werden sich was dabei gedacht haben. Vielleicht ist es bei Polizeikräften einfach auch sinnvoll, wenn es da eine Stufe gibt, die nicht gleich so voll Power leuchtet, dass er einen bei einer weißen Wand zum Beispiel blenden würde, wenn man jetzt irgendeinen Raum erstürmt oder sonst irgendwas. Ja, ich denke mal schon, dass sie sich was bei gedacht haben. Wir denken dann vielleicht jetzt ein bisschen anders, aber als ich mich so ein bisschen über Nextorch informiert habe, da stand dann schon, dass die zum Beispiel auch, ich glaube, sogar zertifiziert sind, irgendwelche, ich glaube in China, Lampen für die chinesische Polizei mitzuentwickeln oder sowas ähnliches in der Art stand da. Also die arbeiten wohl eng mit diesen Behörden zusammen. Und die werden wahrscheinlich dann auch schon ihre Wünsche mitteilen. Also da haben die sich bestimmt was bei gedacht, das denke ich schon. Ja, ja. Oh, weil das ist halt schon wirklich eine Lampe, wie gesagt, für solche Behörden, für Polizei, Militär und so. Aber natürlich kann die auch jeder als EDC-Taschenlampe verwenden. Ja, wir finden die auf jeden Fall toll. Genau, ich finde sie super. Also wir finden sie super. Jetzt gehen wir gleich nochmal raus und machen mal Schluss mit dem Video, sonst wird es ja ewig lang. Alles klar. Okay, macht's gut, bis gleich. Tschüss. So, nun sind wir mit der Nextorch TH30 mal nach draußen gegangen auf den Frankfurter Lorberg. Es ist stockdunkel draußen, wir haben hier keinerlei Beleuchtung, keine Straßenlaterne, nichts. Ja, haben sie jetzt hier im Turbo-Modus leuchten. Ja. Und da sieht man, den Baum kann man schon richtig schön ausleuchten hier. Mit den 1100 Lumen sind wir hier. Genau. Turbo-Modus, Max. Und auch hier, wenn man den Weg entlang leuchtet, das funktioniert schon ganz gut. Ja. Ist eine wirklich kleine, handliche Lampe, die auch eine ganz gute Reichweite hat. Da hinten kann man die Bäume auch noch erkennen, zumindest jetzt hier, wenn wir das so optisch sehen, jetzt nicht durch die Kamera, erkennt man die Bäume im Hintergrund noch recht gut. Mhm. Aber auch hier vorne so der Baum, der hier so, oh, wie weit steht er weg? 10, 15 Meter. Ja. Erkennt man alles sehr gut. Für 1100 Lumen macht die schon ganz gut Licht. Definitiv. Ja, das soll eigentlich schon reichen. Mehr Bilder seht ihr ja, wir haben ja ein paar Beamshots auch von der Lampe gemacht, die seht ihr dann ja auch auf unserer Seite. Genau, und die können wir dann auch schön vergleichen, weil wir immer die gleichen Kameraeinstellungen benutzen mit den anderen Lampen, die wir getestet haben. Genau, das können wir halt im Video natürlich nicht machen, aber auf den Beamshots haben wir wirklich immer dieselben Kameraeinstellungen, denselben Standort. Und da kann man sehr schön die verschiedenen Lampen untereinander vergleichen. Ja, okay, das soll es mal sein von hier oben. Okay. Danke, tschüss. Tschüss.